Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal und heute gibt es mal ein kleines, aber feines Video zum Thema leichte und kompakte Staubsauger, die natürlich besonders für zu Hause gut geeignet sind. Und da haben wir es mal für euch die Mühe gemacht, hier die Top 5 der besten und beliebtesten leichten Staubsauger herauszusuchen und die werden wir uns heute mal ganz genau anschauen. Mit dabei sind namhafte Hersteller wie Bosch oder natürlich auch hier Philips und da wird man hier mal die Vor- und Nachteile uns beleuchten und dann auch zum Schluss hier unseren Vergleichssieger krönen. Es bleibt also spannend, bleibt daher wirklich bis zum Schluss dran und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an und starten am besten durch und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der Philips Power Pro Ultimate, ein sehr interessanter Staubsauger. Da wollen wir mal kurz die Vor- und Nachteile uns anschauen. Wir hätten also hier zum einen mal wirklich einen idealen Staubsauger für Tierbesitzer. Er ist beutellos, hat eine Power-Zyklon-Technologie, hat einen hohen Aktionsradius, eine Tri-Active-Max-Düse. Er ist eine gute Reinigung und hat eine Handgriff-Fernbedienung. Die Nachteile: wir haben eine etwas hohe Saugbürste und eine hohe Geräuschentwicklung. Dann gehen wir auch gleich mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier zum einen mal 750 Watt Leistung, ein Nettogewicht von 6,2 Kilogramm, 74 dB von der Lautstärke her, 2,2 Liter Fassungsvermögen, 11 Meter Aktionsradius, ein HEPA-Allergiefilter und eine hygienische Entleerung. Soweit so gut, jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter. Und zwar zur Produktzeit und werden euch selbstverständlich den Staubsauger unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt den Link dazu an und dann kommt ihr ebenfalls hier direkt auf diese Seite drauf. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal hier kurz zum Preis über. Denn der Staubsauger, den gibt es hier für einen ja, recht guten Preis aktuell zu kaufen. 244 Euro kostet aktuell unser Modell mit 2,2 Litern Fassungsvermögen. Dann gehen wir kurz weiter runter zu den weiteren Details und da können wir schon sehen, so kommt der Kunde daher. Wir haben eine sehr gute Energieeffizienzklasse und auch sonst macht er hier einen sehr guten Eindruck. Hier nochmal kurz die Bilder und die Funktionen im Überblick. Passt soweit eigentlich alles, ist wirklich hier sehr modern gehalten und auch die Bewertungen, die fallen hier wirklich dementsprechend gut aus. Wir haben also hier wirklich ja, ein Top-Produkt, sehr zufrieden, super Gerät. Und auch sonst gibt es hier wirklich sehr viele gute Bewertungen, die hier wirklich davon überzeugen. Also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt den Link dazu an und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 4. Und auf diesem Platz landet bei uns der Bosch Move-On Staubsauger. Auch hier wirklich ein sehr kompakter Staubsauger, der hier sehr praktisch ist. Wir gehen auch hier mal kurz die Vor- und Nachteile durch. Wir haben also hier ein sehr kompaktes Modell, was wendig und leicht ist. Wir haben einen Highspin-Motor und ein sehr gutes Reinigungsergebnis erzieltes System hier. Wir haben hier ein Power-Protect-System, einen Allergiefilter und einen XL-Staubbeutel-Volumen. Die Nachteile: etwas dicker Schlauch und schlechte Teppichdüsen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter hier zu den Produktdetails. Da kann man schon sehen, wir haben also hier einen 600 Watt Motor drin, 6,4 Kilogramm wiegt im Grunde der Staubsauger, 74 dB von der Lautstärke her, 10 Meter Aktionsradius, ein XL Staubbeutelvolumen, ein Allergie Plus Filter und wir haben hier eine sehr robuste Saugstauchtechnik, die auch hier wirklich sehr gut bewertet wurde. Ja, auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz weiter und zwar auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt den Link dazu an und dann kommt ihr ebenfalls direkt auf diese Seite hier. Dann würde ich sagen, gehen wir selbstverständlich auch hier mal kurz den Kaufpreis durch, denn der kann sich hier wirklich sehen lassen. Dafür, dass wir hier ein Bosch-Produkt haben, liegt der Kaufpreis hier bei nur 109 Euro, was also auch hier wirklich sehr gut und auch sehr günstig ist. Wir gehen mal kurz weiter runter zu den weiteren Details dazu. Da steht nochmal ein bisschen was drin, auch hier nochmal die 600 Watt Leistung. Und dann die Geräuschstärke und dann haben wir hier nochmal kurz die weiteren Punkte, wie zum Beispiel der Highspin-Motor und natürlich auch hier die wirklich sehr gute Filtertechnik. 10 Meter Aktionsradius geht vollkommen in Ordnung. Wir gehen jetzt zum Schluss nochmal kurz die Bewertungen durch. Wir haben also hier ein tolles Gerät, guter Sauger und auch sonst ist hier wirklich ein sehr zu empfehlendes Produkt, was auch hier wirklich gut bewertet wurde. Also schaut euch den mal an, unten in der Videobeschreibung gibt es auch hier selbstverständlich den Link dazu. Dann gehen wir weiter zu Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns der Princess EcoQuiet Staubsauger und da würde ich sagen, gehen wir auch hier mal kurz direkt die Vor- und Nachteile durch. Da hätten wir zum einen mal einen wirklich extrem leisen Staubsauger mit nur 62 dB, 12 Meter Aktionsradius, einen Hochleistungshygienefilter, einen sehr niedrigen Stromverbrauch, ein modernes Design und eine umschaltbare Rollendüse. Die Nachteile: etwas zu kurzes Saugrohr und ein etwas kleiner Staubbeutel. Nichtsdestotrotz ist es wirklich ein sehr guter Staubsauger. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails.
heißt, wir haben also hier zum einen mal 450 Watt an Leistung, 12 Meter Aktionsradius, 3 Liter Staubbeutelvolumen, ein Gewicht von gerade mal 5,6 Kilogramm, umschaltbare Rollendüse, wir haben einen HEPA-Hygienefilter und ein Betriebsgeräusch von 62 dB. Also auch hier wirklich ein top ausgestatteter Staubsauger. Und auch dort würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz direkt auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt den Link dazu an. Und dann müsst ihr euch diesen Staubsauger nicht nochmal hier selbst manuell auf Amazon heraussuchen. Dann gehen wir kurz auf den Preis ein. 127 Euro ist hier wirklich ein Wort. Also wirklich ein super Preis. Da kann man sich auch hier ebenfalls ja nicht beklagen, dass er zu teuer wäre. Hier nochmal die technischen Details im Überblick. Sieht zwar sehr gut aus, er ist hier wie gesagt extrem leise und natürlich auch hier vom Gewicht her wirklich ja relativ leicht, was auch hier wirklich sehr gut dann auch bei den Bewertungen ankommt. Hier nochmal die weiteren technischen Daten im Überblick. So sieht er jetzt also hier im Detail aus. Er ist wirklich hier sehr kompakt gemacht, hat ein modernes Design und wurde auch hier von testsieger.de mit der Note 1,7 bewertet. Hier nochmal die Bewertungen an sich. Ein Staubsauger, der seinen Namen alle Ehre macht. Absolut klasse. Und auch sonst gibt es hier wirklich zahlreiche tolle Bewertungen, die auch hier für einen sehr tierfreundlichen Staubsauger ausgeben. Ja, soweit, so gut. Schaut euch den unbedingt mal an. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein und klickt mal drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 2. Und dort landet bei uns der Eureka Apollo 800W. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Frontnachteile ein. Da hätten wir zum einen mal wirklich eine sehr starke Leistung, ein kompaktes Design, ein großer Aktionsradius, ein Hochleistungshygienefilter, ein niedriger Stromverbrauch und eine Saugkraftkontrolle. Die Nachteile, etwas mittelmäßige Qualität und leider kein allzu großer Staubbehälter. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier mal kurz auch auf die Produktdetails weiter ein. Gehen die nochmal durch, da können wir schon sehen, wir haben also hier 800 Watt an Leistung, 2 Liter Staubbeutelvolumen, ein Gewicht von 5,6 Kilogramm, umschaltbare Rolldüse, wir haben einen HEPA-Hygienefilter, 72 dB Betriebsgeräusch und ein integriertes Zubehör. Also ein sehr kompakter Staubsauger, der auch hier wirklich mit seinem geringen Gewicht überzeugt. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir mal kurz direkt auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr daran Interesse haben solltet, schaut mal unten rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr ebenfalls hier direkt auf diese Seite hier. Der Preis, der ist hier wirklich super, 86,99 Euro ist der aktuelle Verkaufspreis. Also hier wirklich ein sehr günstiger Staubsauger, der auch hier wirklich in sehr vielen Punkten überzeugen kann. Hier nochmal die weiteren Details im Überblick und auch hier nochmal kurz ein paar Bilder, wie er im Grunde hier angewendet wird. Er ist hier wirklich sehr praktisch, auch hier sehr flach und besitzt hier dennoch eine sehr moderne Technik und ein hochwertiges Zubehör. Dazu gibt es eine Saugkraftkontrolle und ein verstellbares Teleskoprohr und natürlich auch hier ein kompaktes Design. Die Bewertungen, die gehen wir jetzt mal kurz durch. Wir haben also hier wirklich ein tolles, ja, Produkt, ein toller Staubsauger, der auch hier wirklich mit sehr vielen 5-Sterne-Bewertungen daherkommt und natürlich auch hier wirklich einiges bietet. Also schaut euch den unbedingt mal an. Den Link dazu, den gibt es, wie vorhin schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter. Und zwar zum Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns der Amazon Basics 15KC71 EU4 Staubsauger. Und auch hier gehen wir kurz die Vor- und Nachteile durch. Wir haben also hier einen erstklassigen Preis, eine Zyklontechnologie, eine sehr hohe Energieeffizienzklasse. Wir haben hier einen HEPA 12 Filter, eine gute Saugleistung, ein einfaches Entleeren und 1,5 Liter Fassungsvermögen. Der einzige Nachteil hierbei ist etwas zu kurze Kabel, aber ich denke mal, da kann man dann durchaus drüber hinwegschauen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch hier mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier zum einen mal 700 Watt an Leistung, 6 Meter Aktionsradius, ein HEPA 12 Hygienefilter, der ist auch noch waschbar. Wir haben hier ein geringes Gewicht von gerade einmal 4,5 Kilogramm, also hier wirklich super leicht. Eine Zyklontechnologie, eine Energieeffizienzklasse von A und 76 dB vom Betriebsgeräusch her. Also ein sehr kompakter und leichter Staubsauger. Hier gehen wir kurz auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link dazu drauf. Und dann könnt ihr euch den nochmal anschauen. Einen weiteren Pluspunkt gibt es hier wirklich für den sehr günstigen Kaufpreis von gerade einmal 56 Euro. Und auch hier gibt es verschiedene Modelle dazu. Wir haben ein Amazon Choice Produkt, also auch hier ein sehr beliebtes Produkt, was eines, ja, gleichen sucht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir etwas weiter runter kurz. Gehen wir mal kurz die wichtigsten Details dazu durch. Hier steht nochmal alles drin. Besonders die Energieeffizienzklasse und auch hier der schöne HEPA-Filter zeichnen diesen Staubsauger besonders aus.
Dazu kommen noch weitere Punkte, wie natürlich hier einen waschbaren Filter, und auch sonst ist er hier im Vergleich wirklich ja toll, kann sich wirklich sehen lassen. Wir gehen hier nochmal kurz die Bewertungen dazu durch. Wir haben also hier wirklich für den Preis einen unschlagbaren Staubsauger, er ist wirklich exzellent, super und auch sonst hier wirklich vom ja, Preis her sehr fair und auch sonst hier wirklich kompakt und leicht. Also schau dich dir mal an, den Link dazu gibt es auch hier unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, steht es also fest, wir haben also hier unseren Vergleichssieger gefunden. Es wäre jetzt hier der Amazon Basics 15K C41 EU4. Wir gehen nochmal kurz die wichtigsten Vorteile durch. Wir haben also hier einen erstklassigen Preis, eine Zyklontechnologie. Er ist einfach zu entleeren, hat einen HEPA 12 Hygienefilter mit dabei und eine sehr gute Saugleistung. So, das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Informationen und Links, die gibt es natürlich selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein und klickt mal drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal auch wieder.